Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Die Mohrenbrauerei präsentierte die Kreativbrauerei. Wir begrüßen im Studio Pascal Pletsch, Obmann vom Schwarz-Weiß Bregenz. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Die Mohrenakademie ist ab sofort um eine Facette reicher. Am Dienstagvormittag wurde die Kreativbrauerei präsentiert und was da dahinter steckt, das erfahren Sie jetzt. Für viele Männer, aber auch für Frauen ist es sicher ein Traum, einmal das eigene Bier zu brauen. Wenn das noch an einem Tag funktioniert, steht dem Vergnügen wohl nichts mehr im Wege. Die Traditionsbrauerei Mohren in Dornbirn hat sich mit der neuen Creative Brauerei nun in diesem Segment positioniert. Am Dienstagvormittag wurde das neue Konzept und die Räumlichkeiten der Öffentlichkeit präsentiert. Geschäftsführer Heinz Huber und Braumeister Ralf Freitag waren sehr erfreut und führten die Medien in die neuen Möglichkeiten ein. Ja, der Hintergrund ist eigentlich im Zuge, wo das Haus Mohren geboren wurde, in dem Haus die Gegner zum Bier zu fördern, den Kontakt, das heißt die Seminarräume, die Bierverkostung. Und es ist einer der, dieser Bausteine, wo wir heute eröffnen, eben dem Bierfan das Bier brauen wieder nahe zu bringen und einfach ein Erlebnis draus zu machen. Und das ist der Hintergedanke. Im Konzept fehlt jetzt eigentlich noch das richtige Museum. Das ist auch, sage ich mal, in Vorbereitung und es wird gewerkelt. Allerdings der Termin ist noch etwas in Ferne, weil es doch eine sehr aufwendige Sache ist. Wenn das abgeschlossen ist, dann ist das Haus Mohren perfekt. Gruppen von 10 bis 15 Personen können sich für die Creative Brauerei anmelden und dann an einem Tag ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Bei den Rohstoffen wird hier auf Regionalität gesetzt, beim Produzieren selbst auf Handarbeit. Sagen wir so, das Verfahren bestimmt mit der Brauer, ja, was da passiert in der Brauerei, aber wir haben da einfach eine Anlage, man sitzt da ganz gut. Da ist quasi keine Technik dran. Vielleicht mal Pumpe, weil man dann was rüberpumpen muss in den Gärkeller. Aber wir haben da absolut Wert drauf gelegt, dass die Anlage im Handbetrieb läuft. Wir wollen Interessierten eigentlich da das Bierbrauer, das handwerkliche Bierbrauer wieder näher bringen. An einem Tag zum eigenen Bier. Mit der Creative Brauerei von Mohren wird das möglich gemacht. Biergenießer bekommen somit einen ganz neuen Zugang zu ihrem Lieblingsgetränk. Bei uns geht es gleich weiter mit den Nachrichten des Tages und im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Marc Gechter hier im Studio Pascal Pletsch. Pkw-Lenker überschlägt sich mit 1,6 Promille. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat sich am Dienstag gegen 5 Uhr 7 im Ambergtunnel mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Mann war von Bludenz in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Infolge wurde er gegen die Tunnelwand katapultiert, von wo aus das Auto abprallte und sich überschlug. Der Lenker musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Und 1643 Maturanten haben bestanden. In Vorarlberg sind in den vergangenen Wochen 1819 Maturanten zur Reifeprüfung an allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen angetreten. 1643 davon haben die Matura gleich im ersten Anlauf bestanden. An den Gymnasien bestanden 89% und an den berufsbildenden Schulen 91% der Kandidaten die Prüfung, teilte die Schulabteilung des Landes am Dienstag mit. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast und zwar aus Bregenz, Pascal Pletsch, Obmann von Schwarz-Weiß Bregenz. Hallo Pascal, servus. Hallo, grüß dich, Marc. Die Nachricht stand heute schon groß in den Vorarlberger Medien. Der SC Bregenz wieder zurück zu Schwarz-Weiß Bregenz. Ich glaube, für euch als Verantwortlicher eine tolle Sache. Ja, also war ein großer Schritt natürlich, haben wir lang vorbereiten müssen. Umso mehr freut es uns jetzt, dass das auch gestern auf so breite, sprich einstimmige Zustimmung gestoßen hat. Und die Resonanz zeigt, es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Du hast eben angesprochen, die Resonanz. Wie groß war denn auch die Erleichterung, dass wieder Schwarz-Weiß Bregenz der Name des Vereins ist? Ja, das hat uns natürlich die letzten Jahre immer begleitet und verfolgt. Das heißt also, wurde immer wieder darauf angesprochen, wann benennt ihr wieder um? Und einige haben es ja bis heute immer gesagt, das ist Schwarz-Weiß Bregenz. Für uns war es natürlich damals ein notwendiger Schritt mit der Neugründung, auch einen neuen Namen zu wählen. Aber in unseren Herzen hat natürlich immer auch das schwarz-weiße Herz geschlagen und dementsprechend haben wir uns natürlich auch lange darauf vorbereitet und das auch wirklich gut geplant, aber wie gesagt, war die richtige Entscheidung und wir freuen uns jetzt natürlich riesig, unter dem alten Namen
wieder weiter anzugreifen. Back in Black, das Motto. Es hat aber nicht nur im Namen Änderungen gegeben, sondern auch ansonsten im Verein hat sich einiges getan, glaube ich. Ja, also wir haben zum einen natürlich ein neues Vermarktungskonzept aufgestellt, gemeinsam mit einem professionellen externen Vermarkter. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin auch zu einer Professionalisierung unserer Vereinsarbeit. Da haben wir jetzt im Frühling doch einiges bewegen können. Es ist natürlich ein harter Weg, aber wir arbeiten da konstant dran und man sieht, da bewegt sich was. Und das ist auch ganz wichtig, dass da was vorwärts geht, dass sich da was tut. Steht die neue Saison vor der Tür. Wie blickt ihr der Saison entgegen in der Regionalliga West? Ja, es wird sicher eine schwere Saison werden, also weil sportlich die Mannschaften doch recht ausgeglichen sind. Es haben sich etliche Mannschaften stark verstärkt, auch bei den Vorarlberg-Clubs sehe ich, die haben alle schon gute Kader beieinander. Und wir fangen bei Null an. Unser Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir das tolle Ergebnis vom letzten Jahr, sprich beste Vorarlberg-Amateurmannschaft und mit Anschluss zu den Spitzenmannschaften halten können. Wir haben eine recht junge Mannschaft, das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wenn alles gut geht und wenn es läuft und wenn der Fußballgott uns auch ab und zu mal ein bisschen hold ist, dann sehe ich da positiv dem der neuen Saison entgegen. Pascal, sag mal, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns und viel Glück und viele Punkte in der kommenden Saison in der Regionalliga West. Danke dir, danke. Soweit also der Obmann von Schwarz-Weiß Bregenz, Pascal Pletsch, und bei uns geht es passend weiter mit aktuellen News aus dem Bereich von Sport. Tennisspielerin Yvonne Meusburger feiert bei der Generalprobe für das Heimturnier in Bad Gastein einen Auftakterfolg. Die 29-jährige Schwarzacherin wurde beim Turnier in Budapest ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann gegen Alison van Uytvanck aus Belgien 6:0 und 6:2. Weniger Glück hatte Martin Fischer, der Wolfurter musste sich beim Turnier in Scheveningen dem Franzosen Marc Gickel mit 1:6 und 6:7 geschlagen geben. Und erfolgreiche Staatsmeisterschaften für das Bludenzer Sparkasse BMX-Team. Bei den Titelkämpfen in Vösendorf holte sich Jürgen Schelling Gold in seiner Klasse, Frederik Ender fuhr zu Silber und Bjarne Schädler und Maximilian Hug sicherten sich jeweils die Bronzemedaille. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen sehen Sie jetzt. Gesundheitslandesrat Christian Bernhard steht den im Veterinärbereich geltenden Regeln kritisch gegenüber. 332 Radarstrafen täglich. Im ersten Halbjahr 2013 wurden 60.108 Fahrzeuglenker von der Bundespolizei geblitzt. Eine deutliche Zunahme von knapp 60% gibt es bei den Laserbeanstandungen. Und Altach-Präsident Johannes Engel glaubt an den Meistertitel in der kommenden Saison. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie's gut. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von ZAG. Zuckerfreie Produkte für großartige Kunden. Ich finde ihn genau perfekt, also genau in der Mitte. Nochmal zuckerfrei ist gut für Zeh. Weitere Informationen unter zag-products.com. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. Der Wind weht mit 4 km/h aus Südost. Der Mittwochmorgen startet mit einer Restbewölkung. Im Laufe des Vormittags lockert es dann auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Um die Mittagszeit und am Nachmittag entstehen im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte am Mittwoch 13 bis 18 Grad, Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt und sonnig. Im Nordstau vom Bregenzer Wald bis zum Arlberg hin sind noch leichte Schauer möglich. Ansonsten ist es vielerorts schon trocken. In den Nachmittag hinein setzt sich die Sonne immer besser durch. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 19 und 26 Grad. Der Freitag wird sonnig und trocken bei maximal 24 Grad und am Samstag ist es heiter bei Temperaturen von 17 bis 25 Grad.